So, damit dann herzlich willkommen zurück zum siebten Türchen. Yippie! Wo ist das siebte Türchen? Das siebte Türchen befindet sich auf der rechten Seite, auf der zweiten Etage. Und wenn Sie mich nochmal schlagen, dann werfe ich Sie raus. Sorry. Sorry. Gut, es kommt, wenn es aufhört zu lenken, nach diesem Kalender kommt hier mein Hausbau. Ohne Shader, weil sonst erkennt man zu wenig. Erstmal viel Spaß. Bist du soweit? Flüsterte Salaya. Vorsichtig streckte sie den Kopf in die Tür, die zur Kammer ihrer besten Freundin führte. Runda hatte den gesamten Tag im Bett verbracht, statt den anderen Elfen in der Werkstatt zu helfen, denn sie fühlte sich nicht gut. Das Mädchen mit den schwarzen Haaren setzte sich verschlafen auf und rieb sich die Augen. Salaya? Murmelte sie verwirrt. Die Blonde schlüpfte in den Raum und lächelte Runda aufgeregt zu, während sie die Tür schloss. Was? Es ist mitten in der Nacht, Salaya. Was zum fünffach verzwirbelten Altwichtelbart machst du hier? Dir helfen, antwortete die Blonde und ließ die mindestens 20 Decken, die sie mitgeschleppt hatte, mit einem stumpf klingenden Wumm auf den Boden knallen. Aber mir fehlt doch nicht. Ein Hustenanfall unterbrach Runda. Erschöpft ließ sie sich wieder in ihr Kissen zurücksinken. Salaya blickte ihre beste Freundin besorgt an. Das ging nun schon die letzten 3 Wochen so. Erst war es nur ein wenig Hüsteln gewesen, aber es war innerhalb von wenigen Tagen viel schlimmer geworden. Nichts hatte sich bis jetzt bewährt und Rundas Verfassung gebessert. Dabei hatten sich die beiden so sehr auf ihren ersten gemeinsamen Einsatz in der Werkstatt gefreut, nachdem sie dieses Jahr in die Lehre aufgenommen worden waren. Die beiden Elfen hatten sich erst ein paar Monate vor den Prüfungen kennengelernt. Aber sie hatten sich beinahe direkt super verstanden. Und am Abend vor der Bekanntmachung, wer in die Lehre aufgenommen wurde, hatten sie sich versprochen, wenn sie die Prüfungen schafften, würden sie sich die Nordlichter gemeinsam anschauen. Und diese Nacht war heute. Ich hab was gefunden, erklärte Salaya und ging zum Bett ihrer schwarzhaarigen Freundin. Schau, hier steht das. Plötzlich drückte Runda ihr eine Hand vor den Mund. Psst, Salaya, flüsterte sie. Die Elfe verstummte sofort und schloss die Augen. Da war es schon wieder. In letzter Zeit fühlte Salaya sich irgendwie so komisch, wenn sie bei Runda war. Naja, egal. Schritte näherten sich auf dem Gang. Die Nachtwache. Im Erstlingstrakt patrouillierte jede Nacht ein Erwachsener, um sicherzugehen, dass die Lehrlinge nicht zu viel Unfug trieben. Einen Moment blieb er vor Rundas Zimmer stehen. Dann hörte Salaya, wie sich seine Stiefel entfernten, und Runda nahm die Hand von ihren Lippen. Tut mir leid, was hast du gefunden? Meinte ihre beste Freundin. Salaya blickte ihr in die Augen. Das freudige Glitzern in ihnen wirkte wie erloschen. Die Blonde schüttelte kurz den Kopf, um die wild darin umherschwirrenden Gedanken zu vertreiben. Ja, also hier steht, dass der Anblick der Nordlichter auf manche Elfen heilend wirken kann. Einige leiden auch an, warte, so steht's, ja, hier. Die meisten Elfen zwischen 15 und 17 Jahren leiden unter Trishtim, einer Krankheit, die durch Fernweh, Liebeskummer oder anderes Sehnen besonders verstärkt werden kann. Energie und Kraftlosigkeit sowie Grippesymptome sind typisch. Das passt doch perfekt. Sie blickte Runda an. Und hier steht auch, dass die Nordlichter hier besonders heilend wirken, erklärte sie stolz. Und während sie aufstand und die Decken einsammelte, fügte Salaya mit einem leichten Grinsen hinzu: Außerdem hatten wir uns für heute Nacht was versprochen. Also los! Salaya, ich kann nicht, du weißt doch, murmelte die Schwarzhaarige bedrückt. Ach was, entgegnete Salaya entschlossen. Ich habe dir alle Decken, die ich finden konnte, mitgebracht. Ich habe den Weg hochgeplant und zur Not trage ich dich dahin. Ihre Freundin lachte leise. Gut, lenkte sie ein.
Aber wir müssen leise sein. Salaya nickte und grinste überglücklich. Ohne auf ihre Erlaubnis zu warten, hüllte sie ihre beste Freundin in drei dicke Decken ein und schlich zur Tür. Leise pirschten sie sich durch die Gänge, bis sie schließlich das Dach erreichten. Der Nordwind pfiff silbern im Mondlicht um die beiden herum. Und über ihnen, im schwarzen Himmel, leuchteten sie. Bunte Streifen in der dunklen Nacht. Die Nordlichter waren wunderschön. Vorsichtig zog Salaya Runda zu einer windgeschützten Stelle, wo sie sich setzen konnten. Gemeinsam blickten die beiden in den Himmel. Immer wieder wanderte Salayas Blick zu Runda hinüber. Dieses Kribbeln in ihrem Bauch. Diese Wärme, die ihren gesamten Körper durchflutete, trotz der klirrenden Polarkälte. Salaya wusste, das war der Moment. Er musste es einfach sein. Runda, ich glaube, ich muss dir was gestehen, begann sie, leise und zögerlich. Ich denke, ich... Psst! Unterbrach sie ihre Freundin, drehte sich zu ihr. Ihre Augen trafen sich. Und da war wieder dieses Glitzern, das Salayas Herz höher schlagen ließ. Vorsichtig lehnte sie sich nach vorne. Da trafen sich auch schon ihre Lippen. Runda löste sich von ihr, blickte sie lächelnd an und flüsterte nur: Ich dich auch. Interessante Geschichte. F5 wäre gut. Nochmal F5. Gut. Ich muss sie im Schnitt nochmal anhören. Ich habe jetzt nur die Hälfte mitbekommen, muss ich sagen. So, hier ist eben der Jesse aus dem Schnitt. Also ich finde es extremst schön, dass so eine Geschichte auch mit reingenommen wurde in Adventskalender. Weil wir leben im 21. Jahrhundert und es gibt immer noch Menschen, die das Denken haben wie... Ja. Ne? Muss ich, glaube ich, nicht viel erklären. Ich finde es, wie gesagt, richtig gut, dass es mit reingenommen wurde. Ist einfach auch schön gemacht. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Ich find's schön gemacht. Ich find's gut, dass es drin ist. Punkt. Und wer bist du? Du bist wieder eine Quest. Gut, dich muss ich später antippen. Damit würde ich sagen, beginnt jetzt der Hausbau.
Das Häuschen ist fertig. Und ich sehe gerade, dass Ressourcenbackup nicht geladen ist. Gut, Ressourcenbackup habe ich jetzt geladen. Habe ich ausgemacht, weil... sonst synchronisiert sich das nicht mit meinem Kopf heran. Irgendwo. Naja, egal. Das hier ist im Übrigen ein Merkzettel. Nächste Woche, also dieses Wochenende. Warum habe ich Lex? Würde ich gerne einen Weihnachtsbaum hier hinbauen. Und danach werde ich Schnee farmen. Sehr, sehr viel Schnee. Werde ich mir eventuell ein paar Schneemänner bauen. Und ja, dann farmen. Das hier ist mein Briefkasten. Das hier ist mein Hochofen. Für... ja, keine Ahnung. Aber ich sag's nicht, wenn ich Sachen schmieden möchte. Keine Ahnung. Ein Amboss. Bitte diesen nicht benutzen, der ist echt nur Deko. Dann, ja, eigentlich draußen her haben wir nicht viel mehr. Hier muss ich noch den Boden etwas verändern. Weil Schnee ist, glaube ich, deplatziert. Das Feuer. Das blaue Feuer. Das ist auch oben drin in den Lagerfeuern. Ist blaues Feuer. Hier haben wir mein Bett. Ein bisschen provisorisch. Hier haben wir ein großes Kistenlager. Hier kommt auch nichts mehr hin. Das ist nur ein Kistenlager, man soll da nicht hin. Hier wird es viel mehr geben. Hier wird es gemütlicher sein mit einem Schaukelstuhl und noch ein bisschen. Und dann geht es noch eine Etage runter. Da ist er ein bisschen moderner. Für, keine Ahnung, Flachbildfernseher oder sowas. Insgesamt soll das hier auch mein Grundstück sein. Wenn man will, kann man hier noch etwas ranbauen. Braucht nicht. Den Gang hierzu... den werde ich hier nächstens anbinden. Da werde ich mit der Replamod einmal hochfliegen. Und einmal gucken, wo kann ich hier am klügsten einen Weg durchführen. Da werde ich dann ein paar Nachbarn fragen, wie die hier vorne, ob die auch einen Weg haben wollen. Dann kann ich denen auch einen Weg hinbauen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Haus findet. Hierbei auch ein großes Danke an Teufelchen, der mir Eisen gegeben hat. Für die Lichterketten. Dafür habe ich dir ein paar Diamanten gegeben. Wir haben getauscht. Aber ein paar Diamanten gegen so viel Eisen, das war schon enorm. Vielen herzlichen Dank. Ich habe echt mir viel überlegt, wie man vielleicht in der Replay-Aufnahme sehen konnte. Und ja. Gut, das war's mit dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen irgendwie. Es ist sehr viel passiert. Ich habe ein Haus gebaut. Das ist schon... sehr viel bei mir. Wirklich super viel. Hust, hust. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.